Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Destiny 2. Und wir machen uns auf den Weg zu der nächsten Mission. Irgendwelche Leute sollen wir auf jeden Fall befreien, stand der Glaube da. Evakuieren. Ich habe Iramis vor Glimmerbohrungen gewarnt. Ach, das ist das Event. Nee, das wollen wir jetzt nicht hören. Bis gleich. Die Zikkurat, die Krux, die Splitter. All die Dunkelheit hier auf Europa. Ich dachte, ich könnte das aushalten, aber ich hatte keine Ahnung, dass wir so lange hier bleiben würden. Oder dass du dich ihr immer weiter nähern würdest. Oh, okay, den Teil will ich nicht sagen. Ja, aber Geist ist auch besser so, dass du es nicht weiter sagst, denn es geht langsam echt auf den Sack. Hä, wo ist die Kacke jetzt? Hä? Ach, hier, da wird es angezeigt. Okay. Wow, wie befreien das? I think das da hinten. Okay, lass mal kurz gucken, was hier abgeht. Ja. Och man, was ist denn mit mir? Ich bin schon wieder gewöhnt an meinen Jäger. An meinen Manger. So. Feldsender-Code. Oh, dahin vielleicht. Ich benutze gerade die Waffen von der Erweiterung. Deswegen nicht wundern. Gib mir mal deine schwere Muni. Ach, Digga. Wie hab ich das denn jetzt verämt? Na, geht doch. Warte mal, kurz nachladen und... Hab ich dich, Mädel. So, ich habe glaube den Feldsender-Code, genau. Zack. Oh, ist bemit. Was ist los? Geht's? Gott. Haben wir sie jetzt befreit? Oder muss ich das Teil noch kaputt machen? Nee. Jetzt müssen wir auf die andere Seite. Ah. War klar, dass sie das nicht mit einem Teil halten, sondern mit beiden. Was ist das hier? Lade das Datenschlüsselfragment. Rock mal kurz hier ab. Ihr stört meine Aufnahme. Bin mitten in der Aufnahme. Und ihr stört mich. Warte. Der Stringe dort hinten, der möchte hier so einen 31er-Move machen. Aber nee. Ich bin nicht so ein Goofy. Weil ich rede gerade richtig komisch. Na, Schatz, das kannst du gerne benutzen. Hä? Hä? Was? Was zum Teufel ist denn da gerade passiert? Okay. Man muss schon sagen, die Waffen sind echt scheiße. Nein. Ich nochmal runterfallen. Ja, Brudi, hilf mir mal ein bisschen. Dankeschön. Kann ich denen irgendwie sagen, vielen Dank? Thanks for help. Lokal. Ich weiß nicht, ob der das jetzt mitbekommt. Ach Digga, natürlich alle guten Dinge sind drei. Einmal mal kurz hier schreiben. Thanks for help. Letztes Mal habe ich außersehen in den Clan-Chat geschrieben und da stand der halt so Please stop this und sowas. Ja, ist natürlich nicht so toll, wenn das der Clan mitbekommt. Aber ich habe mich dann natürlich danach direkt entschuldigt. Gib
Gucken wir mal kurz hier die Truhe. Wo ist der Boss dort? Jetzt hier der letzte. Mal kurz nachladen. Und da ist er down! Wow, wie viele Snipers sind hier denn bitte? Und tschüss weiter. Jawohl, jetzt können sie abhauen. Gut. Und tschüss. Ja, geil. Warum spielt das jetzt nicht ab? Okay, ich lese vor. Freund, danke. Bald werden die Elixnis, die immer noch hoffen auf Sicherheit, er ist jung für einen Kell und gespürt. Aber mein Volk mag es nicht. Ich erkenne jetzt, dass du diese Dunkelmacht weise einsetzen kannst als Erinnerungsmist. Vielleicht kann die Korruption nicht von der Dunkelheit, sondern von der Wut abhängen. Bring diese Lektion zu Eramis. Ja, haha. Ist es hier jetzt das Finale? Gib mir mal hier den Loot. Datenschlüssel kurzfristig, okay. So, wo ist die Mission? Da. Chillt, chillt, Leute. Ganz ruhig. Ach übrigens, ich habe wieder so ein kleines Thema, worüber ich reden kann. Und zwar bin ich ja jetzt in letzter Zeit wieder ein bisschen mehr aktiv geworden mit YouTube. Davor nicht so, als ich mit aktiv meine ich jetzt, ich gucke sehr viele YouTube-Videos. Davor habe ich jetzt ein bisschen mehr Netflix geguckt. Aber ich habe, mir ist natürlich dann aufgefallen, neues Design. Nicht nur beim TV, sondern auch auf dem Computer. Desto besser geht es mir. Sie verdienen Sicherheit weit weg von Eramis. Ein Sieg, ja. Aber es gibt noch mehr. Und wenn ich sie finde, werden sie alle sterben. Auf Nimmerwiedersehen. Verräter wie du sind meines Reiches nicht würdig. Eramis, es sollte nie ein Reich werden. Sondern eine Heimat. Heimat? Unsere Heimat wurde uns von deiner einst großen Maschine genommen. Es gibt keine Heimat für uns, solange sie noch lebt. Ja, ihr mit euren Heimatgelaber. Gut, ich glaube, wir nähern uns dem Finale, das merke ich. Eramis. Varix hatte insgeheim gehofft, dass es seine alte Freundin noch gäbe. Aber nach deinen Taten war mir klar, dass dem nicht so ist. Weißt du, warum sie uns Gefallene nennen? Es war nicht unser Wirbelwind, der uns diesen Namen einbrachte. Wir sind Gefallene, weil Elixni wie du nie gezeigt haben, dass wir uns behaupten können. Für die Menschheit waren wir immer schwach. Immer dem Untergang geweiht. Gut, ja, Jungs und Mädels. Kann ich jetzt weiterreden? Also YouTube hat ein neues Design. Ich glaube, das habt ihr jetzt auch gesehen. Ich meine, jeder guckt YouTube jeden Tag. Und das ist irgendwie ganz komisch. Also das Fenster, wo ja das Video sich abspielt, ist jetzt größer geworden. Der Part mit der Beschreibung, dem Titel und den Kommentaren ist jetzt nach rechts gewechselt, wo ja eigentlich immer die Videos waren. Und die Videos sind jetzt unten. Ich finde ganz ehrlich, dieses Design ist super hässlich. Weil, guck mal, erstens musst du dann extra runterscrollen, nur um die vorgestandenen Videos dir anzugucken. Und dann halt auch noch so viel Platz für die Kommentare. Ich fand das halt früher viel, viel besser, weil, ja, unten ist halt besser so, weil man denkt sich so, ja, okay, vielleicht gucke ich mir die Kommentare an, ja, dann gucke ich halt mal kurz nach unten, da sind ja auch immer so Beschreibungen, also das da unten war immer so ein Zusatzfach, kann man sozusagen sagen, also wie in so einem Test,
die Zusatzaufgabe. Ja, du brauchst das jetzt nicht, aber du kannst es gerne machen. Und so ist es halt wie bei dem Abteil von YouTube gewesen. Ja, und jetzt ist das halt ein bisschen mehr in den Vordergrund geworden. Deswegen frage ich mich, ob YouTube wahrscheinlich möchte, dass die Kommentare und die Beschreibung und der Titel halt viel wichtiger sein sollen. Oder warum machen sie das jetzt dorthin? Och, Digga. Nein. Hab ich mich gerade blöd angestellt. Mann, warum? Oh, ich bin so blöd. Ah, meine Ulti ist noch da. Ja, auch wieder wegen Gewöhnung. Habe ich das gemacht. Ach Junge, wo spawnt mich denn bitte das Spiel? Ja, also wie gesagt, das Design ist halt echt nicht so meins. Kann ich die Truhe jetzt eigentlich hier öffnen? Nein. Muss ich wahrscheinlich am Ende der Kampagne machen. Ah, ich hasse es, wenn irgendwas kratzt. Ich habe ja auch Pollenallergie und bei uns sind ja schon so. Digga, nein. Ich sollte aufhören zu labern. Es passiert nur Scheiße. Bitte spawn mich da. Ey, was ist denn das? Das spawnt mich immer dort. Gut, wieder laufen. Ich habe ja Pollenallergie und bei uns wird ja richtiges Sommerwetter schon fast. So heiß es, was jeden Tag wird. Und es ist so unerträglich mit Pollenallergie. Ich kann zwar nicht sagen, welche ich habe. Vielleicht kann es sein, dass ich mehrere habe. Aber ich weiß nicht, welche ich habe. Auf jeden Fall ist sie unerträglich, weil ich habe Augenschmerzen. Ich habe Nasenschmerzen. Also nicht Nasenschmerzen, sondern die Nase juckt einfach nur. Und mein Ohr hat auch krass wehgetan. Also, das war schon sehr hart. Ach, ich muss hier die Gegner clearen. Gut, dann machen wir das mal kurz. Ja, es ist Notwehr gewesen. Ich stelle mich heute an. Digga, warum spawn ich denn immer noch hier? Was ist denn das? Spawn mich doch dort dreimal dort. Was ist denn das? Mal ehrlich. Können die nicht die verdammten Spawns ändern? Jetzt bin ich wieder sauer. Jetzt bin ich wirklich sauer. Oh, ich will doch einfach nur richtig spawnen und nicht irgendwo im Meld mehr. Der. In der nächsten Mission spawne ich wahrscheinlich irgendwo ganz unten, wenn ich einen Berg erklimme. Mann. Was ist denn das? So. Jetzt aber. Schöne, verschöne. Hinten war doch noch einer. Nee, war doch nicht. Gott. Du hältst mich für verrückt, nicht wahr, Lakai? Eines Tages wirst du es verstehen. Wenn deine Stadt fällt und dein Volk stirbt. Wenn dein Reisender dich im Stich lässt. Dann ist es halt so, aber dafür werden wir kämpfen. Ey, ganz ruhig, meine Jungs. Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Hey, ich hab doch gerade geschossen. Manchmal reagiert irgendwie das Spiel nicht. Hallo? Und schon wieder. Ich will das hier machen. Destiny ist manchmal echt merkwürdig. Egal. Wo ist der Boss jetzt? Hä? Das war aber verschwunden. Bitte. Wo ist er jetzt hin? Kann er nicht mal stillhalten? Halt doch. Bitte. Nee. Oh. Ey, ihr wisst nicht, wie
blöd ich mich gerade anstelle. So. Jetzt ist aber auch hier mal vorbei. Eramis irrt sich. Über Varix. Über die Elixni. Varix kam für eine zweite Chance nach Europa. Für die richtige Sache. Das ist Stärke, nicht Schwäche. Oh, bitte, Varix. Du bist nur hierher gekommen, um dich zu verstecken. Wie ein Feigling. Nein! Die Freilassung der Vex brachte die Elixni in Lebensgefahr. Viele sind bereits umgekommen. Eramis, du bist der wahre Feigling. Sei still! Ich habe genug von dir, Varix. Ich werde es genießen, zuzusehen, wie dein Schädel in Stücke zerbricht. Ich will euch ja nicht unterbrechen, aber ihr zerstört eure halbe Armee. Also nicht eure, sondern nur die von Eramis. Denn Varix ist ein cooler. Och. Jetzt hasse ich mal. Könnt ihr nicht einfach stehen bleiben? Müsst ihr mal euch fünfmal bewegen? Oh, hi, was geht? So, wo ist die Kuh jetzt? Eramis. Da ist sie ja. Willkommen zurück. Hallo. Es ist Zeit, dem Ende zu beginnen. Na dann, viel Spaß. Die Dunkelheit war nicht für dich bestimmt. Na, wir sind ja auch nicht gerade im Dunkeln. Wir sind ja im Hellen. Oh Mann, der war so schlecht. Entschuldigung. Wo ist die Kuh? Nicht so rumschreien. Diese Macht nicht. Hä, was wir verstehen nicht. Digga, ich hab die schon öfters benutzt als du. Okay, sie stoßt mich kurz weg. Einmal. Digga, was schreit die denn so rum, Alter? Typisch Mädel. Immer am Rumschreien, wenn es Probleme gibt. Ich werde dich, deine einstmals große Maschine und alle, die dir etwas bedeuten, vernichten. Digga. Der war ein Schläger einfach. So. Dann kurz mal weg. Oh, Katzi. Ich sehe deine Ketten. All diese Macht an falsche Götter verschwendet. Erlaube mir, deine Ketten zu zerschlagen. Geist. Das ist... Ich kann nicht. Es tut mir leid. Ha! Sieh, was ich dir geschenkt habe. Kein Licht mehr. Keine Dunkelheit. Fokussiere deine Macht. Lass sie wachsen. Oh, wie interessant. Das Einzige, was wir hier zerschlagen müssen, bist du. Dann los, Lakai. Zeig mir, was die Freiheit dir gebracht hat. Geiler One-Taker von unserem Hüter. Den einzigen, den wir zerschlagen müssen, bist du. Finde ich perfekt nachsynchronisiert. Oh, muss ich irgendwas drücken? Ja. Stasis Power, wuhu! Komm zu mir, Lakai! Eye of Now the Darkness. Ach, natürlich. Hat die Kuh irgendwelche Schilde? Das ist nicht fair. Komm zu Papi!
ist der Zicken-Krieg mal vorbei. Die Dunkelheit aus deinem Inneren reißen. Wie kannst du es wagen, dich mir in den Weg zu stellen? Ja, mal ja gerne. Ich bin Klimakleber, ich bin immer im Weg. Schnauze jetzt hier. Du musst mal erzogen werden. Wie auch immer du das machst, spielt keine Rolle. Hä, ich drücke Tasten. Trotzdem in Stücke reißen. Wie mache ich das? Ich drücke Tasten. Diese Macht war für mich und die Elixie bestimmt. Ich drücke die roten Knöpfe. Sag mal, hat sie mich gerade Abschaum genannt? Ja, jetzt kriegst du richtig auf die Fresse. Ja, die Kuh ist eh gleich tot, warte. Ja, bleib auf dem Boden, los. Nice. So wird es nicht enden. Es kann nicht. Was? Ja, das sag ich. Nicht nein, da sag ich ja. Die Arme. Aber wir wissen ja wegen Season of Planta, dass sie zurückgekehrt ist, aber nur wegen dem Zeugen. Aber Spoiler zu Witch Queen. Ja, werden wir eh gleich spielen. Gleich spielen? Warum sag ich gleich? Oh, du Arme. Okay, so als Eiskulptur mitnehmen. Oh jo, ich brauche mal die Eiskulptur. Gut, ab zur fremden Exo. Oh, alles erstrahlt mich hier schon wieder. Okay. Du siehst, die Dunkelheit ist in dir. Sie ruft dich wie viele andere zuvor. Über Lebenszeiten und Zeitachsen hinweg. Hinter unserer Welt liegt eine weitere, von der Dunkelheit durchdrungen. In der Hüter dem Ruf der Versuchung folgend ihr Lichtaufgaben. In jener Welt warst du keine Ausnahme. Doch hier, in dieser Welt, schlummern Licht und Dunkelheit in dir, Seite an Seite und geben dir Kraft. Denk daran, wenn du erneut die Ziggurat aufsuchst. Du bist aus einem einzigen Grund hier, um die Dunkelheit in dir bestmöglich zu nutzen. Es ist Zeit. Sie erwarten dich. Die fremde Exo ist begeistert. Für sie stellen deine Fortschritte mit der Stasis einen neuen Meilenstein dar. Um zu verstehen, warum das so ist, musst du wissen, was in ihr ursprünglich Zeitachse vorgefahren ist. Eine Zeit, in der die Dunkelheit mit nur wenigen Ausnahmen so gut wie alle Hüter korrumpierte. Als dies in einem zweiten Untergang glaubte die fremde Exo jede Hoffnung verloren. Doch wenn sie dich jetzt ansieht, schöpft sie neue Hoffnung, Hoffnung auf eine Zukunft, in der die uns allen in wohnende Dunkelheit akzeptiert, kontrolliert und angenommen werden kann. Eine Zukunft, in der die Wahrheit zum Wohle der Menschheit siegen kann. Für einen weiteren Schritt in Richtung dieser Zukunft bitte dich die Fremde noch einmal die Ziggurat aufzusuchen und die inwohnende Dunkelheit anzunehmen. Gut, dann ein letztes Mal noch. Let's go. Jetzt kriegen wir wahrscheinlich auch Stasis, ist ja klar. Also, es wäre jetzt ein bisschen komisch, wenn ich es nicht bekomme. Give me Stasis. Oh, lalala. Nimm jetzt die Macht der Dunkelheit an und schließe dieses Kapitel deiner Reise ab. Weißt, ich bin bei dir. In Licht oder Dunkelheit. Wir sind Partner. Jederzeit. Ich kann dich ja auch nicht loswerden. Okay, das war hart. Ah, wir sind wieder hier.
In Shadowkeep waren wir auch schon mal hier. Okay, will uns die Dunkelheit wieder was sagen? Nimm die innenwohnende Dunkelheit ein. Jawohl! Kehre zu fremde Exo in Jenseits zurück und präsentiere dich ihr als Meister der Stasis. Haben wir es jetzt hier? Ja, das ist echt der Schattenbinder. Die Realität ist chaotisch und unbändig. Binde sie und schaffe Ordnung. Aha, ich habe noch keine Aspekte, scheiße. Hier kann ich auch noch nichts ändern. Mal gucken, ob ich da überhaupt was ändern kann. Vielleicht kann man bei der fremden Exo dann Aspekte kaufen, was weiß ich. Bei den anderen Fokussen war das ja bei der Ikora. Gucken, ob das jetzt bei ihr ist. Du kontrollierst die Dunkelheit in dir und hast Eramis Ende besiegelt. Es ist Zeit, dass ich dir die Wahrheit offenbart. Ich erwähnte bereits eine andere Zeitachse. Meine. Dort war Eramis am Leben und die dunkle Versuchung gedieh. Sie durchdrang den Verstand der Guten, machte Jagd auf ihre Sehnsüchte und entfesselte ein neues, dunkles Zeitalter. Ich fürchtete, diese Entwicklungen seien unabwendbar, und das tue ich noch. Doch du gibst mir Grund zur Hoffnung. Unser Kampf ist noch lange nicht vorbei. Wir müssen diese dunkle Zukunft verhindern. Dank dir sehe ich nicht länger einem Niedergang entgegen. Nur einem hoffnungsvollen Neuanfang. Für die fremde Hexe ist der Zeitpunkt gekommen, dir ihr Geheimnis zu offenbaren. Okay, das hat sie ja jetzt schon gesagt, deswegen muss ich jetzt nicht extra vorlesen. Hier können wir die Aspekte kaufen. Ich würde diese Granate mir holen. Ja, aber diese Aspekte sind immer so teuer. Das geht da hier noch. Das ist ja 5000. So, geben wir mal hier alle. Weil dann hier steht das an. 25.000. Stärke will ich hier mir gönnen. Das hier. Und dann habe ich schon mehr kein Geld mehr. Sehr geil. Mein Lady. Zack, zack. Zack. Wo? Okay, die kommen irgendwie neu dazu. Ich habe die nicht geholt. So, bin ich jetzt erstmal zufrieden. Okay, geht die Quest noch weiter? Wir sprechen mit den Leuten, dann ab zum Turm. Bis gleich. So, Sabaichen, was hast du denn zu sagen? Eramis ist fort. Ich finde deine Methoden zwar recht gewöhnungsbedürftig, aber du hattest Erfolg. Europa birgt eine Fülle an Wissen aus dem goldenen Zeitalter. Dieses Wissen, ob gut oder schlecht, gehört der Menschheit und darf nicht in die Hände unserer Feinde geraten. Ohne ihren Kell werden die Gefallenen sich verstreuen. Mit häufigen, gezielten Angriffen sorgen wir dafür, dass das auch so bleibt. Ich habe eine Abmachung mit den Erwachten. Varix hilft uns, Europa zu sichern und erhält dafür vorübergehend Immunität. Nach dem, was Kate passiert ist, habe ich zwar ein ungutes Gefühl dabei, aber wir haben jetzt dringlichere Probleme. Das stimmt. Aber Hauptsache, wir haben die Quest abgeschlossen. Gut, Leute. Das war's mit Dingens mit Jenseits des Lichts. Ja, wir werden wahrscheinlich in der nächsten Folge... Ach ja, das darf ich noch nicht verraten. In der nächsten Folge wird dann wahrscheinlich eigentlich was Spezielles kommen. Ich kann endlich diese Schrottwaffen weggeben. Warte. Kurz, keine Ahnung. Das, das und das hier ausrüsten und dann endlich mal hier die Schrottwaffen rausnehmen. Ja, nee. Direkt hier weg. Zack. Zack. Und weg damit. Raus damit. Ist ganz schlimm. Okay. Ich hoffe, ihr habt es gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Ciao.